Ja, bitte? Ach, ihr seid's. Ja, kommt, kommt rein in die gute Stube. Ich habe mir gedacht, dass ich euch heute mal durch meine kleine Bude führe. Kurz vorab, weil sie ja immer so viele Leute fragen, hey Patrick, warum wohnst du in so einer kleinen Bude? Ganz einfach, Leute. Ich komme eigentlich nicht aus Dortmund, bin hier zum Studieren hingekommen. Als Student sich eine größere Bude leisten, ist nicht ganz so einfach. Vor allem, wenn man sich dann irgendwie jeden Monat für mehrere hundert Euro Klamotten kauft. Aber hier schon mal ein kleiner Teaser. Bald ist es soweit. Ich werde hier ausziehen und in eine neue Wohnung kommen. Aber alles zu seiner Zeit. Erstmal gucken wir hier mein 30 Quadratmeter Loft an. Und wie ihr sehen könnt, sind wir hier gerade von dieser Tür reingekommen. Und hinter dieser Tür befindet sich natürlich Whirlpool, Sauna, Fitnessstudio oder auch einfach irgendein Badezimmer. Ganz normal, ja. Nichts Spezielles. Ich glaube, das lassen wir auch sein, uns das genauer anzugucken. Da ist noch sehr, sehr viel dahinter. Da geht es noch weiter. Das ist bestimmt noch so 100 Quadratmeter groß. Aber da ich mich hier größtenteils aufhalte, wollen wir uns nur hier drauf fokussieren. Man kommt hier rein und man sieht hier halt hier schon, dass hier meine Jacken am Start sind. Und wer das sehen will, was hier genau hängt, der guckt sich einfach das letzte, nicht das letzte, aber einer der letzten Videos von mir an, wo wir uns meinen Kleiderschrank angucken, komplett wirklich von A bis Z, alles was hier hängt. Ich packe euch den Link hier gerne oben in die Infobox und nochmal unten in die Beschreibung, damit ihr auch wisst, wovon ich hier rede. Hier oben sind noch so ein paar alte Caps, die kein Mensch mehr anzieht. So, warte, was soll das? Dann hier das Ding, das habe ich gekriegt, als ich meinen Staatsexamen gekriegt habe zum Anwalt, denn ihr wisst ja, ich bin Patrick Spector und ja, da habe ich halt so einen Hut aufgekriegt. Den lasse ich dann hier so zur Erinnerung. Hier unten sind Taschen, Rucksäcke und noch ein paar Stühle. All so ein Gedöns, den eigentlich kein Mensch braucht, den man aber hat. Und hier, das müssten wahrscheinlich die meisten von euch von dem Hauptkanal kennen, das ist so meine Drehecke. Wir sehen hier ein paar Schuhe. Wir sehen noch mehr Schuhe und wir sehen ganz viele Schuhe. Hier unten geht es dann noch weiter. Hier habe ich so eine alte PlayStation 3. Hier ganz viel Zeug zum Schuhe sauber machen. Eigentlich ganz viel Stuff, der mega unordentlich ist, der aber hier gebunkert wird. Hier ist so mein Kamera-Equipment, genauso wie hier unten. Einfach nochmal so eine Tasche. Dann weiter. Zu meiner Rechten ist der liebe Dave, mein Mitbewohner quasi, ja, der sich hier mit mir diese Riesenwohnung teilt. Aber er ist relativ pflegeleicht, deswegen, ja, ich mag Dave auf jeden Fall. Ne, Dave? Dann gehen wir weiter und was sehen wir? Ich meine, bis hier kennt ihr wahrscheinlich alle noch aus meinem Hauptkanal. Wie gesagt, das ist halt hier mein Setup. Hauptsächlich Sweater und ein paar Hemden. Hier unten geht es weiter mit den Schuhen. Hier sitzt dann nochmal so eine kleine Tüte, wo ein paar Kleidung gebunkert wird. Weil langsam platzt mir das hier aus allen Nähten. Deswegen auch die neue Wohnung. Ich sage es noch ein letztes Mal. Wer das sehen will, was hier hängt, der guckt sich einfach meine Kleiderschranktour an. Oder irgendwie so habe ich das genannt. Keine Ahnung mehr. Und hier haben wir einen Fernseher, der locker älter ist als ich. Den ich aber so gut wie nie benutze. Und lauter Accessoires sind hier auch noch. Meine ganzen Ringe. Viele Uhren. Ich bunkere hier meine Schlüssel. Und wie ihr sehen könnt, ist das ein Haufen voller, wie nennt man sowas, ja, Krimskrams. Ja, Krimskrams halt, ja, das ist Krimskrams, der hier einfach rumchillt, den ich tagtäglich benutze, vieles davon benutze ich aber auch gar nicht, oder habe ich vielleicht sogar noch nie benutzt, so, man kauft sich Sachen und benutzt sie nicht, warum? Warum? Ich verstehe das nicht. Und dann haben wir hier drunter noch mehr Schuhe. Und meinen Schrank, wo halt wirklich nur Kleidung drin ist und ein paar Accessoires, sowas wie Gürtel und Socken. Und hier links chillen dann meine Caps. Ich habe mir so lustige Cap-Halterungen gekauft. Die sind super praktisch. Da könnt ihr einfach gut eure Caps mit verstauen. Einziges Problem ist, dass hier sehr viel Staub dran kommt. Ja, muss man halt ein bisschen drauf achten. Und hier oben auf dem Kleiderschrank haben wir noch mal ein paar Schuhe, die ich einfach noch nicht anhatte, wo ich, ja, bin ich einfach noch nicht zugekommen. Da bunkere ich die dann halt in den eigentlichen Boxen, damit die da, ja, Deadstock bleiben. Dann gehen wir hier zu meiner Tür. Hier wird es jetzt eigentlich noch weitergehen. Da ist noch so ein, ja, mindestens auch 50 Quadratmeter Balkon. Wie ihr sehen könnt, sind die Jalousien gerade runter. Und hier passiert quasi der ganze kreative Stuff. Hier schneide ich meine Videos. Hier behandle ich meine Mandanten, falls sie irgendwelche Rechtsprobleme haben. Und plane auch sehr viel an diesem Schreibtisch. Guck mir natürlich auch das ein oder andere YouTube-Video an. So ist es natürlich nicht. Hier ist mein Arbeitstisch, wie bereits gesagt. Was ist hier drin?
Stifte, so ein Gedöns halt, was man da einfach drin hat, was auch nicht sortiert ist. Und wo wir schon von YouTube und Schneiden reden, ist das hier mein Board, wo ich meine ganze Arbeit organisiere. Das nennt man Kanban-Board. Da wandern quasi die Aufgaben von links nach rechts. Irgendwann sind sie in der Produktion, irgendwann stehen sie kurz vor der Veröffentlichung und irgendwann sind sie dann. Das habe ich mir so angeeignet, dass ich quasi so meine Arbeit strukturiere als Patrick Spector. Hier sehen wir dann noch so ein paar Modezeitschriften, ein paar Sachen noch von der Arbeit. Und hier sammle ich noch ein paar private Dinge. Und cool ist dabei, dass wenn ich hier am Arbeiten bin und gerade keinen Bock mehr habe zu arbeiten, dass ich einfach quasi vom Stuhl in mein Bett springen kann. Ja, ich bin hier quasi direkt im Schlafmodus, wobei ich eigentlich nie schlafe. Ich bin ja Team Full Sleep. Team No Sleep! Oh mein Gott, ich bin Team No Sleep. Wie konnte ich das verwechseln? Und dann chill ich halt hier auf meinem Bett, was ja fast so groß ist wie meine eigentliche Bude. Jetzt chillen dann die Softboxen, Mann. Sollen wir die kurz ändern? Ja, jetzt wo die Softboxen wechseln, können wir kurz weitermachen. Wenn ich vom Arbeiten zum Schlafen komme, kann ich auch direkt zum Essen weitergehen. Das heißt, mit einem Handgriff vor meinem Bett lande ich hier direkt bei meinem Kühlschrank und kann mir direkt hier eine Pizza in den Ofen schieben. Richtig nice. Ey, das ist richtig elektronisch hier, oder? Das ist doch mega funny. Und ja, dann sind wir hier bei meiner Küche, die ich ja kaum benutze eigentlich. Ganz wichtig, Obst ist immer am Start, damit der Kopf auch rattert. Ja, das war's dann auch eigentlich schon, oder? Das habe ich alles gezeigt. Deswegen würde ich sagen, dass ihr euch jetzt hier verschwindet. Denn ich will jetzt schlafen. Ach, ich will jetzt Sido schneiden.